Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Kabinenaufbau. Naja, den ersten Teil verlinke ich euch mal hier oben im Eck. Bevor ich jetzt alles noch weiter auseinandersäge, habe ich doch erstmal die Relikte oder die Einzelteile hier montiert, um zu schauen, wie ich überhaupt rauskomme, wie das mit den Maßen ungefähr passt. Ich habe ja meine 6 Anschlagpunkte, sprich die 2 Punkte da unten auf den Fußbrettern und eben hier 2 Punkte auf den Kotflügeln. Ja, und wie das so ist bei einem alten Trecker, da ist nichts mehr gerade dran. Der ist schon, die Kotflügel sind ein bisschen verzogen. Und die Tür ist ja schon fertig. Die ist pulverbeschichtet und die sollte hinterher auch passen. Da will ich also nichts mehr dran ändern. Also habe ich mir erstmal die Reste dessen, was ich jetzt so von der Kabine über hatte, einmal provisorisch draufgesteckt, montiert und dann hier mal ein bisschen unterlegt und an den Kotflügeln angeschraubt, um einfach zu sehen, wie es denn hinterher ausgehen könnte. Und ich denke, in dieser Position werde ich auch am Schlepper, sprich hier am Aufbau, Maß nehmen und entsprechend Verstärkungen einschweißen. Das Gestell von dem Dach werde ich erstmal zur Seite legen. Das wird hinterher einfach oben drauf geschraubt. Da werde ich irgendwie 4 Bohrungen oder so hier durch den Rohrrahmen einbringen und dann mit 4 Schrauben oben entsprechend aufschrauben. Dann kann man das auch für den Fall der Fälle schnell wieder demontieren und eventuell neu beziehen, wenn die Dachplane mal wieder kaputt gehen sollte. Ja, und so sieht das jetzt aus. Das heißt, dieses Winkeleisen wird hier unten zwischengeschweißt. Somit habe ich hier eine Einheit, eine Stabilität drin. Und das ist entsprechend hier so ausgeklinkt, dass es hier reinpasst. Und so werde ich jetzt Stück für Stück mir diese Teile, die ich hier brauche, zumindest erstmal hier und auf der anderen Seite zurechtschneiden. Dann wird entsprechend hier in den Bereichen der Lack komplett weggemacht. Dann wird das hier am Schlepper eingeheftet auf beiden Seiten. Und fertig verschweißen kann ich es hinterher. Wichtig ist, dass ich jetzt erstmal das Ganze in so eine Position bekomme und dann so fixiere, dass es hinterher auch passt. Sprich, dass die Tür auch mit einem einigermaßen vertretbaren Spaltmaß zugeht. So, der Trecker ist in der Werkstatt und bevor ich jetzt anfange, hier diese Eisen reinzuschweißen, habe ich eben die Masse von der Batterie gelöst. Das mache ich, damit einfach der Stromkreis oder jeglicher Stromkreis am Schlepper unterbrochen ist, weil dann beim Schweißen doch hohe Ströme fließen und nicht, dass da irgendwelche Bauteile noch Schaden nehmen. So, die Winkeleisen habe ich vorher eben mit der Fächerscheibe sauber gemacht, das heißt den Fluchrost darunter. Habe die hier eingepasst, habe mir alten Jeansstoff drunter gelegt, in der Hoffnung, dass er kein Feuer fängt. Aber ich werde sowieso nur eben punkten und das rund verschweißen. Wie gesagt, das machen wir hinterher. Und wenn ich hier so ein bisschen von den Kotflügeln wegbleibe, also das mache ich, damit die Pulverbeschichtung hier auf den Kotflügeln keinen Schaden nimmt. Hier werde ich noch weiter abdecken und dann sollte das funktionieren. Das ist gut.
Die Versteifungseisen sind jetzt eingeschweißt, das Ganze mit der Fächerscheibe so ein bisschen wieder beigeputzt, so dass man das so im Grunde lassen könnte. Ja, jetzt habe ich den hinteren Teil der Kabine einmal montiert. Das ist soweit auch fest und hält vernünftig. Ja, und jetzt habe ich mich mal an den vorderen Teil gemacht. Den habe ich wieder abgenommen. Und da gibt es ja das Problem hier unten mit der Aufnahme. An diesem Rohr, das war hier das geplatzte. Da habe ich also die Bruchkante mit der Flex einmal sauber geschnitten. Das konnte ich dann alles wieder zurückdengeln. Das ist auch noch so von der Stabilität, also ist noch dick genug, dass ich das wieder zuschweißen kann. Hier auf der anderen Seite sieht das natürlich anders aus. Hier vorne habe ich schlechtes Material rausgeschnitten, und aber auch hier in dem Bereich sieht man, dass der Lochfraß da doch kein Material mehr übergelassen hat. Hier unten sieht man noch, wie da richtig Dreck festgemoddert ist. Und ja, hier liegt noch Plattenrost drauf. Das war also in diesen Füßen hier, war das so fest drin, dass ich die Rohre tatsächlich schlitzen musste und mit einem Meißel auseinanderschlagen musste, damit ich die überhaupt hier abbekommen habe. Gut, die Seite, wie gesagt, kann ich hier, was geplatzt war, kann ich schweißen. Auch diese Schnitte hier, da lege ich nochmal eine Naht drauf, dann wird das beigeschliffen und dann hält das wieder. Diese Seite muss ich nachfertigen, und dazu habe ich mir hier ein bisschen Material geholt, was dem Nennendurchmesser entspricht. Und da will ich jetzt mal gucken, dass ich irgendwie, ja, die Kontur werde ich nicht hinkriegen, aber vielleicht kann ich das hier halbieren und irgendwie rüber biegen durch Einkerben oder so. Es wird ein bisschen Gefusche werden, ist aber nicht so wild. Hier kommt noch Abdeckblech drüber, das hatte ich hier weggeflext, damit das überhaupt zugänglich ist. Das wird hinterher wieder reingeheftet und dann ist wieder gut. Die Schweißarbeiten hier sind jetzt fertig. Auf der zweiten Seite habe ich hier ein komplettes Rohrstück eingesetzt. Das sieht jetzt ganz wild aus, weil ich hatte das so geschlitzt, um das biegen zu können, weil das recht dickwandig ist. Naja, ich werde es mal mit der Fächerscheibe beischleifen und dann können wir uns das hinterher anschauen. Dann wird es hoffentlich besser aussehen. Ja, und da muss ich mal gucken. Von der Richtung her ist mir das eigentlich recht gut gelungen, aber genaueres sehen wir dann hinterher. So, wenn das dann beigeschliffen ist, so wie hier, dann sieht das auch gar nicht mehr so schlimm aus wie eben im geschweißten Zustand. Auch die andere Seite hier ist ganz ordentlich geworden. Das kann man so lassen, denke ich. So, ich habe jetzt hier die alten Aufnahmen noch mal drauf gesteckt, einfach um Maß zu nehmen. Ich werde das Ganze jetzt einmal probehalber wieder montieren, schauen, ob ich auch da rauskomme, wo ich rauskommen soll, und dann werden diese hier entsprechend neu gefertigt. So, hier einmal in der Anprobe, wie sagt man so schön, sitzt, wackelt, hat Luft. Aber die Spaltmaße gefallen mir noch nicht. An der Tür, das ist in Ordnung. Aber ich bin so etwas aus der Richtung. Jetzt ist das Armaturenbrett auch nicht genau in der Richtung. Aber das werde ich noch ein bisschen irgendwie vermitteln müssen. Also egal, wo man hier Maße nimmt, links wie rechts, es ist alles unterschiedlich. Das ist halt bei so einer 50 Jahre alten Maschine so, die doch schon eine wahrscheinlich bewegte Geschichte hinter sich hat. Und naja, ich muss es halt irgendwie anpassen. Wichtig ist, wenn man jetzt hier mal so dran längs fluchtet, im oberen Bereich steht eigentlich das Vorderteil genau in der Flucht zu dem hinteren Rahmen. Unten macht es einmal so einen Schwenk nach außen und kommt dann wieder rein. Das ist aber hier dem Lenkhebel geschuldet, damit also die Lenkstange hier vorne innen an der Kabine vorbeikommen kann. Ja, aber ich denke, so kann man es in etwa lassen. Das heißt, jetzt werde ich unten diese Aufnahmen nachfertigen. Eventuell kann ich hier mit der Höhe noch ein bisschen variieren, dass ich von dem Rohr unten was abnehme. Dann könnte ich hier das Spaltmaß verringern. Aber naja, ein Tod muss man sterben. Ich denke, da kann ich zur Not auch noch mit leben. Da kommt dann hinterher irgendwie so ein Kantenschutz drumrum und dann
kann man das vielleicht noch ein bisschen kaschieren. Bevor ich jetzt aber hier unten dran gehe, habe ich hier einmal ein Maß genommen, damit ich meine Abstände hier wieder hinbekomme, weil diese, na, ich nenne sie mal Traufenbleche, die sind in einem desaströsen Zustand und die werde ich jetzt raustrennen. Also ich habe mir die Maße genommen, wie weit ich von hier bis nach hier vorne gehen muss. Das werde ich jetzt mit 35er Winkeleisen austauschen, also einfach so den Winkel drauflegen, der wird dann hier oben angeschlagen an den Rohren und entsprechend hier oben hinterher verschweißt. Eventuell mache ich da sogar eine Flanschplatte hin, dass man das da oben zusammenschrauben kann, dass man zum Beispiel die Kabine in 3 kleine Teile zerlegen kann oder in 4 Teile, weil so in sich, es ist keine Sicherheitskabine, sondern nur in Anführungsstrichen ein Regenschutzdach und das wäre halt nicht das Problem, wenn das da geschraubt wäre.